Hallo zusammen, ich bin Benny, der Opti-Griller, und heute mache ich mit euch Zwiebelringe, Onion Rings im Opti-Grill. Aber ich mache es auch in der Heißluftfritteuse. Wir werden es einfach in beiden ausprobieren und jetzt zeige ich euch, wie es funktioniert. Und zwar müssen wir im ersten Schritt eine Panierstraße vorbereiten. Dazu habe ich erstmal Mehl in einem Teller. Dann habe ich einen zweiten tiefen Teller, wo das Paniermehl reinkommen wird. Dazu nehme ich Cornflakes und dann habe ich einen dritten Teller, da kommen die Eier rein. Umgekehrt, erst Eier, dann Paniermehl. So, dann fangen wir erstmal an mit den Eiern. Müssen wir mal schauen, wie viel wir für diese eine Zwiebel brauchen werden. Ich denke mal, zwei Eier sollten gut reichen. Das Ei muss dann hier noch verquirlt werden. Und dann auf den dritten Teller kommen die Cornflakes. Dazu nehme ich hier so einen Beutel und fülle mir da ein bisschen was von den Cornflakes rein. Einfach die ungesüßten, ganz normalen Cornflakes. Und dann hämmern wir die einmal ordentlich platt. Und dann füllen wir das auf den Teller. Und jetzt schneiden wir die Zwiebel in dicke Ringe. Ich muss jetzt gucken, dass man schöne Ringe bekommt, die man auch schön panieren kann. Also diese Mittelteile braucht man nicht. Man braucht quasi nur dieses Äußere. Solche Teile hier am Ende, die kann man schön durch die Panierstraße ziehen. Oh nein, war fast zu dünn. So, aufpassen, dass man wirklich einen Ring macht, nicht dass man schief schneidet und hinten ankommt und einen Ring zertrennt hat. Zumindest ein paar Ringe kriegen wir auf jeden Fall hier raus. Ja, die sehen doch super aus hier, so schön groß. Und jetzt ziehen wir die Teile schön durch die Panierstraße. Erst ins Mehl, dann zum Ei, dann zu den Cornflakes, einmal schön abdecken und dann vorsichtig runternehmen. Und ich glaube, die Hände sollte man nicht durcheinander bringen. Eigentlich soll man, glaube ich, trockene und nasse Zutaten, weil sonst hat man seine Finger am Ende auch paniert, wenn man nicht die trockenen und feuchten Zutaten mit unterschiedlichen Fingern macht. Ich fange jetzt schon an zu weinen. Die Zwiebeln brennen ganz schön im Auge bei mir gerade. So sehen die Teile dann paniert aus. Und ich sage es euch, wie es ist. Ich hasse Panieren. Also es ist wirklich... Also Tipps von mir jetzt schon mal. Macht das hier möglichst fein. Tauscht es zwischendurch auch nochmal aus. Also gerade wenn ihr mehrere Runden hier paniert. Ich habe die jetzt auch zweifach paniert, damit es schön hält. Weil Zwiebel ist nicht ganz so leicht zu panieren, weil die oben natürlich eine glatte Oberfläche hat. Aber jetzt in Summe sieht es gut aus. Und die packe ich jetzt auch so auf den Opti-Grill. Ich habe ihn auf manuell orange vorgeheizt. Ich packe aber nicht alle drauf, weil ich will ein paar in der Heißluftfritteuse machen. Und eine Sache muss ich auch noch machen. Habe ich jetzt gerade vergessen. Ich muss sie noch mit Öl einsprayen. Und zwar nehme ich einfach so ein Ölspray mit Sonnenblumenöl. Dann werden die nochmal schön angesprüht. Deckel zu. Ich denke mal so 6 Minuten schauen wir erstmal. So ungefähr könnte es hinkommen. Vielleicht ein bisschen länger. Die anderen sprühe ich jetzt direkt hier auf dem Brett ein. Dieses Ding hier verlinke ich euch mal unten. Das ist ein ganz einfaches, nicht teuer. Und den Rest packe ich dann hier in den Garkorb von der Easy Fry. Die stelle ich dann auf Airfryer 200 Grad auf 10 Minuten. Und mal gucken, ich denke, hier wird es ähnlich lang dauern. Vielleicht kriegt man es ein bisschen schneller hin durch die Kontakthitze. Und so schaut es nach 6 Minuten im Opti-Grill aus. Ich finde richtig gut. Panade ist schön knusprig geworden. Also genau perfekt, wie man es haben will. Nehme ich die Teile hier direkt runter. Eine schöne Portion Zwiebelringe, sieht gut aus. Bei der Heißluftfritteuse sind wir hier nach 6 Minuten so weit. Ist auch schon ein gutes Ergebnis. Ich glaube, viel länger brauchen sie auch nicht. Und so sieht es nach 10 Minuten aus der Easy Fry aus.
auch schön knusprig, sieht super aus. Vor allem schön gleichmäßig. Oh, verbrannt. Sehr gut. Also jetzt so mit direktem Vergleich. Das kann man sagen. Ich würde sagen, beides sieht sehr gut aus. Hier vielleicht ein bisschen gleichmäßiger. Aber hier ging es schneller. Wobei das Vorheizen hat ja auch gedauert. Also ähnlich schnell. Und jetzt wird das Ganze noch gedippt in eine Soße, die aus Mayo, ein bisschen Ketchup, ein bisschen Senf und Sweet Chili Soße besteht. Das sieht doch super aus. Jetzt natürlich noch probieren. Boah, das ist richtig gut. Ich kann euch sagen, jeder von euch, der diese fertigen Zwiebelringe kennt, diese TK-Dinger, und die hier drin macht und einmal die hier dann selber ausprobiert, ihr wollt die Dinger TK nicht mehr machen. Das ist saulecker. Das ist so, wie man es... Also ich kenne es aus Kansas City, bei Joe's Barbecue, da haben sie auch so Zwiebelringe. Die sind ähnlich. Also perfekt. Für den Vergleich noch die aus dem Opti-Grill, weil das war jetzt eben aus der Easy Fry. Mache ich es gleich nochmal. Reindippen, probieren. Schmeckt genauso gut. Oh, lecker. Also macht es unbedingt nach. Schreibt mal unten rein, wie ihr Zwiebelringe findet. Und bis zum nächsten Mal. Euer Opti-Griller Benni. Ciao.